Willkommen zurück, Matschbin und Jäger. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute zeige ich euch, wie man einen Zombie-Grinder baut. Ich habe diese Version jetzt ein paar Mal ausprobiert, abgedatet und ich versuche sie laufend zu verbessern. Sie hat ein paar nette Eigenschaften, die es euch ermöglicht, sehr guten Loot zu farmen und das mit relativ wenig Munition und relativ wenig Ressourcen im Einsatz. Zum Bauen braucht ihr natürlich schon ein bisschen Material. Das solltet ihr im Vorhinein schon farmen. Ihr seht hier, ich habe einen Haufen Beton und Cobblestone verbaut. Natürlich nutze ich jetzt für das Video das Creative Menu, aber es sollte für jeden Spieler ziemlich leicht möglich sein, diesen Zombie Grinder, diese Z-Killer Base von Anfang an zu bauen. Sie hat ein paar Eigenheiten, ein paar Besonderheiten, wie zum Beispiel hier einen Vorratsraum, wo ich den ganzen Loot abspeichern kann. Sie hat natürlich einen Haufen Dart Traps und komplizierte Elektronik, die ich euch zeigen werde, wie man sie auch richtig verkabelt. Und natürlich ein Zombie-Karussell. Dies sorgt dafür, dass die Zombies immer im Kreis laufen, ihr damit permanent Schaden machen könnt und sie natürlich auch automatisiert in einer Killzone getötet werden, sofern ihr das natürlich wünscht. Was natürlich den Vorteil bringt, wenn ihr den Skill habt, ja, dass ihr aus Fallen auch Erfahrungspunkte bekommt, müsst ihr gar nichts machen. Aber um natürlich die volle Punktzahl zu bekommen, solltet ihr Molotov-Cocktails auf die Zombies schmeißen. Dadurch bekommt ihr die volle Punktzahl. Ihr setzt damit die Zombies in Brand und die Dartfallen erledigen ganz einfach den Rest. So, und wie wir das machen, schauen wir jetzt uns ganz genau an. Zuerst fangen wir mit dem Mechanismus an. Ich habe ein paar Blöcke vorbereitet. Natürlich werden wir auf der Seite die Dart-Traps verwenden, also die Dartschleudern, Dartfallen. Den hätte ich jetzt auch auf der anderen Seite platzieren können, aber was soll's. Im Großen und Ganzen funktioniert es folgendermaßen. Wir benutzen Dart Traps und Stolperfallen. Oder im Englischen, wie sie auch heißen, so Tripwires. Diese hier. Und elektrische Zäune, Electric Fans. Das ist unsere Kombination für den Ablebensmechanismus. Wir positionieren das hier und hier. Natürlich brauchen wir dann auch eine Stromquelle. Die sollte nicht zu kurz kommen. Schaut, dass ihr da genügend Maschinen hineinpackt, genügend Motoren, Small Engines, damit da auch genug Strom rauskommt, um das alles zu versorgen. Wie ihr Stromversorgung berechnen könnt, das zeige ich euch hier in meinem Elektro-Tutorial. So, wir verbinden das hier mal mit dem ersten Teil der Stolperfalle. Verbinden die mit dem zweiten Teil und diese ist jetzt verbunden und diese können wir jetzt nehmen und verbinden sie direkt mit dem Dart, mit der Dartfalle. Diese Dartfalle mit der anderen Dartfalle. Somit werden die beiden gleichzeitig ausgelöst. Das könnt ihr auch gut hören, wenn ihr euch dann auf den Stolperfalle stellt. Dieses Geräusch so. Dann verbinden wir die Stolperfalle mit dem Zaun und den Zaun mit dem anderen Zaun. Das bedeutet jetzt, wenn jemand auf die Stolperfalle tritt, löst es die Dart Traps und den Zaun aus. Natürlich, um das auch sehr effizient zu machen, benutzen wir die Dart Traps zwei Block hoch. Die meisten Zombies sind ja zwei Block hoch, deswegen setzen wir hier noch einen oben drauf und verbinden die Stolperfallen mit den oberen und die beiden oberen miteinander. Das hier ist der gesamte Mechanismus, den werden wir nachher im Boden einbauen. Gut geschützt, damit er keinen Schaden nehmen kann. Und als Demo kommt hier Marlene und ihr seht, sie wird paralysiert durch den Strom und instant getötet. Vier so Dartfallen machen schon einen ordentlichen Schaden. Also seid echt vorsichtig, solltet ihr einmal in eure Killzone springen, dann ist euer Ableben sehr, sehr nahe. Ich mache jetzt nur einen optischen Rahmen um den Bereich, den ich gleich ausheben werde. Der ist nicht notwendig. Ich mache das jetzt nur für das Video. Ihr könnt das natürlich auch selbst abmessen oder selbst abstecken, wie ihr das wollt. Ja, dieser Rahmen, den ich hier gerade aufziehe, ist für die Z-Killer Base nicht notwendig. Ich möchte das mal ganz kurz abstecken.
In einigen Stellen habe ich das Video beschleunigt, deswegen könnt ihr auch auf Pause drücken oder zurückgehen, um euch das Ganze nochmal anzuschauen. So sieht das dann aus. Diesen Bereich werden wir jetzt da einnehmen. Das ist unser Plan. Wie ihr seht, habe ich hier 17x19 abgesteckt, das ist der äußere Rand, und 15x17 werden wir ausheben. Die nächsten Abmessungen zeigen euch, wo wir unsere Fallen anfangen aufzustellen. Von der Wand weg, also vom Aushub weg, sind es 5 nach innen und 3 von links und 3 von rechts, und das ist unsere Killzone, die ist 4x5 Blöcke weit. Das Grüne sind die Aeroslits oder auch Schießscharten genannt. Dann kommen da gleich dahinter die Dart-Traps, die müssen nach innen zeigen. Die können durch die Schießscharten durchschießen. Dann kommen die Tripwires, die werden miteinander verbunden. Und ganz außen, aber nur links und rechts, nicht vorne und hinten, kommen die elektrischen Zäune, die Electric Fans. 2 Blockweite entfernt kommen dann hier in blau gehalten die Stiegen für das Zombie-Karussell. Wir brauchen einiges an Materialien. Wie ihr sehen könnt, wird das nicht gerade sehr günstig. Ihr braucht nicht unbedingt die 27.000 Dart-Traps, die Hälfte oder ein Bruchteil davon reicht eigentlich aus, wenn ihr das einmal ausprobieren wollt. Wichtig ist nur, dass in allen Dart-Traps gleichmäßig viel Dart-Pfeile drinnen sind, damit ihr auch gut effizient den Tötungsmechanismus benutzen könnt. So, ich habe das hier mal ausgehoben und zusammengeschnitten. Hier messen wir das nochmal ab. Ich schaue nochmal ganz kurz auf die Schematik. Ja. So, 3 und 5 nach innen. Ich möchte jetzt nämlich nur die Rahmen platzieren. Auf die kommen dann die Dart-Traps und die Tripwires drauf, damit ich euch das gut visualisieren kann. So. Wir schauen, das wird die Killzone. Von hier nach hier. 1, 2, 3. Genau, so. Auf diesen Plätzen kommen dann eben die Dart-Traps, die Aeroslits und auch die Tripwires. Und dahinter, ich habe jetzt auch Blöcke platziert, wo auch die Electric Fans hinkommen. Also die Elektrozäune. Ihr könnt natürlich nochmal gerne im Video nach vorne scrollen und euch das anschauen auf dem Plan. Hier machen wir auch noch einen Durchgang und hier platzieren wir die nächsten. So, nochmal schauen. Ich möchte natürlich keinen Blödsinn zeigen. Das alles mehrfach vorher schon getestet. Ja, genau so. Sieht das gut aus. Dann passt das auch. Okay. Nur zur Visualisierung, so wird das dann nachher ausschauen von der Seite im Querschnitt, das haben wir oben schon mal aufgebaut. Hier sind jetzt noch die Schießscharten dabei. Die Dart-Traps können durch die Schießscharten durchschießen. Auf der Seite hier kommen dann auch nochmal Dart-Traps drauf. Auf der einen Seite 4 und auf der anderen Seite nur 2. Da sich da natürlich auf dieser Seite auch noch die Stufen befinden. So. Ich mache euch das Ganze natürlich jetzt nur mit Rahmenformen, damit man das schön abstecken kann, damit das optisch auch gut sichtbar ist. Ja, das ist ein paar Mal ausprobiert mit den Stahlblöcken oder mit den Betonblöcken. Ist es manchmal vom Kontrast her nicht so leicht im Video zu erkennen, wie man das macht. Natürlich empfiehlt es sich jetzt, dass ihr gleich direkt mit dem Material zum Bauen anfangt, von dem ihr am meisten habt. Ich benutze hier jetzt diese schrägen, damit die Zombies hier an der Wand lang gleiten können.
Ich habe mehrfach gesehen, wenn ich jetzt nur einen Block hinbaue oder eine Skischarte oder so, dann kommt es häufiger vor, dass die dann hängen bleiben und dann einen Schaden daran machen. Und grundlegend ist es aber schon so, dass eben links und rechts von den Stufen die Wände sehr viel Schaden nehmen, weil das ein ziemlicher Stress-Hotspot ist. Also die Zombies schlagen da scheinbar irrsinnig gerne drauf. Okay. Jetzt platzieren wir hier die Stolpertreter links und rechts. Das nehme ich mal weg, das waren die Platzhalter für die Zäune. So, und jetzt geben wir hier die Elektrozäune hin. Wir brauchen nur links und rechts Elektrozäune. Ich habe es auch schon ausprobiert, vorne und hinten auch noch zusätzlich welche zu geben, um die wirklich im Raster aufzuziehen. Aber ich habe da jetzt noch keinen weiteren Vorteil gesehen, da es meistens ausreicht, eine Reihe Elektrozäune, um die Zombies darin zu fangen, ja, um sie zu trappen, damit die Dartfallen lange genug Schaden ausüben können. So, ich habe hier zwei Relays hin platziert. Das untere Relay ist für die vertikalen, das obere Relay für die horizontalen Raster. Ich verbinde die jetzt einmal hier direkt mit den Quellenanschlüssen von den Stolperfallen. Ihr solltet natürlich jetzt auch nicht gleich die Dart-Traps hinplatzieren, da ihr ansonsten von den Kabeln her die Stolperfallen nicht mehr erreichen könnt. Oder die Electric Fans. Das geht sich dann bei der Größe von der Anlage nicht mehr aus. Ich bin zwar im Creative-Modus, aber trotzdem ist die Entfernung dann teilweise schon zu groß, um die Elektrozäune miteinander zu verbinden. Vor allem, wenn man dann über die Fallen drüber schauen muss. So. Es könnte ein bisschen ein Kabelsalat werden, aber das ist durchaus notwendig. Und hat auch den Vorteil, ihr seht dann auch immer gleich angezeigt, ob das funktioniert hat und in welche Richtung der Strom fließt. Okay. So, ich habe diese Tripwires jetzt da unterhalb der Stiege platziert, da ich hier keine Dartfallen hinplatzieren werde. Auf der Seite kommen dann nur zwei. Das sollte eigentlich ausreichen. Ich verbinde hier den oberen Relay diesen Stolperfallen und natürlich kommen, nein, keine Elektrozäune, sondern Stolperfallenanschlüsse auf die Seite und dann werden die auch wieder verbunden. So, die werden mit den Anschlüssen unterhalb der Treppe und hinter den Schrägen verbunden. So, sehr gut. Das schaut schon gut aus. Als nächstes kommen die Anschlüsse. So. Vielleicht die Elektrozäune rauskommen. So sieht das Ganze momentan von oben aus. Und dann die ausgelösten Stolperfallen verbinden wir mit dem Elektrozaun und den Elektrozaun mit dem Elektrozaun auf der anderen Seite, gleich direkt dahinter. Man könnte die jetzt natürlich in Reihe schalten, aber ich sehe den Vorteil darin, dass es extrem Energie spart und sehr viel zuverlässiger funktioniert. So, ihr seht schon von der Entfernung hier, da wird das Kabel rot, das ist dann schon zu weit weg und wenn ihr jetzt die Dartfallen oder die Schießscharten platziert hättet, dann könntet ihr da jetzt die Kabel vermutlich nicht mehr drüber legen. Es wäre dann ein irrsinniges Gefummel, die dann noch zu verbinden, richtig zu verbinden. Deswegen immer zuerst die Tripwires, dann die Elektrozäune und dann erst die Dartfallen miteinander verbinden und dann erst davor die Schießscharten zu platzieren.
So, den auch noch. Ja, das war schon zu weit weg. Wie ihr seht, geht sich das so aus. In einer anderen Base habe ich unterhalb einen Servicetunnel gegraben, damit ich in einem Fall, im Notfall, die wieder verbinden kann. Aber es ist trotzdem ein irrsinniges Gefummel. So, jetzt platzieren wir natürlich die Dart Traps. Die müssen natürlich in die Killzone schauen. So. Hier und hier. Die machen da schon einen enormen Schaden an den Zombies oder auch an Spielern oder an euch selbst, wenn ihr da mal reinfallt und vergessen habt, die Anlage abzudrehen, dann ist das schon sehr, sehr, sehr massiv. Als nächstes verbinde ich hier das Tripwire mit dem unteren Dart und dann das Tripwire mit dem oberen Dart. Der Grund dafür ist, dass man dann sehen kann, ob die auch richtig verbunden sind. Natürlich wird es auch gehen, dass man den unteren Dart mit dem oberen Dart verbindet. Allerdings ist es dann nicht mehr so leicht ersichtlich, ob das richtig verbunden ist oder nicht. Ich zeige euch das mal. Hier kann ich den unteren verbinden und jetzt den unteren mit dem oberen. Und ihr seht nicht, ob die jetzt richtig angeschlossen sind oder nicht, oder bei einer Explosion von einem Demolisher, ob die Verbindung da rausgeblasen wurde oder nicht. Deswegen geht man da hin und dann sieht man das auch schön, dass das hier verbunden ist. Es ist schon ein ziemlicher Kabelsalat, aber mit ein bisschen einem genauen Auge sollte das auch problemlos funktionieren. So, dann verbinden wir natürlich die unteren Dart mit dem unteren Dart auf der anderen Seite und den oberen Dart mit dem oberen Dart auf der anderen Seite. Das machen wir jetzt mit allen. Also ich habe auch wieder den Vorteil, dass man sofort erkennen kann, sollte hier eine Verbindung getrennt worden sein. Kommt immer wieder mal vor. Das hier mit dem oberen. Der Strom kommt ja von der anderen Seite und wird ja durch dieses Tripwire ausgelöst. Nur in diesem Fall brauche ich ja keine Darts davor. Die verbinde ich direkt mit den Darts auf der anderen Seite. Natürlich auch noch die unter den Stufen. So, genau. Ja, sehr schön. So sieht das Ganze jetzt von oben aus. Ein irrsinniger Kabelsalat, aber das ist es wert. Die Anlage läuft sehr effizient, verschießt nicht unnötig viel Darts. Jetzt nehmen wir hier die Schießscharten, platzieren die Schießscharten direkt vor den Dartfallen. Das Schöne ist, die Zombies machen da nicht wirklich Schaden drauf. Das heißt, es ist gut, wenn man sie sehr weit aufgewertet hat, ja, auf Concrete oder auch auf Stahl. Ist aber teilweise jetzt nicht notwendig. Ich habe einigen Cobblestone gehabt. Ich freue mich immer sehr über eure Kommentare und auch wirklich, dass sich die 7 Days Community da so beteiligt. Deswegen drückt die Glocke, hit the bell, irgendwie. Und wenn es geht, ja, wenn ihr interessiert seid an den Videos, lasst mir bitte einfach ein Subscription da, ein Abonnement. Da freue ich mich irrsinnig drüber. Dann bin ich auch motiviert, dass ich mehr Videos mache, wenn es sich in meiner Freizeit natürlich ausgeht. So neben Job und Familie und so weiter. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Wenn man ein Hobby macht, dann freut man sich natürlich, wenn man dann Feedback bekommt und was an die Community zurückgeben kann. Okay, weiter zum Tutorial. Ich mache jetzt einmal das Blading drauf und schließe den oberen Bereich ab. So. Genau, hier auch noch ein paar Blöcke. Das lasse ich frei. Die Relays habe ich hier ein bisschen deplatziert, aber ist jetzt noch nicht so tragisch.
Ihr seht, ich habe versucht, das Video ein bisschen schneller vorzuspielen, damit ich euch nicht mit langweiligen Blöcken-Drops hier langweil. Stattdessen quatsche ich euch jetzt einfach mal voll. Die Oberfläche hier hat normalerweise gar nicht so viel Stress. Also in den meisten Fällen reicht hier wirklich Pflasterstein aus, wenn ihr an Ressourcen noch sparen möchtet. Sonst gleich direkt die Betonblöcke drauf pflastern, das geht auch, aber ihr müsst es in den meisten Fällen gar nicht aufwerten bis zum Stahl. Wichtig ist tatsächlich bei den Stiegen, beim Zombie-Karussell und die Vorderseite vom Tower, vom Kill-Tower. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich werde mal, glaube ich, jetzt diesen Rahmen hier wegnehmen. Sagt aber ja vorhin nur zur Visualisierung da und zur Abmessung. Und dann gibt es natürlich eh auch noch immer einen Rahmen, der irgendwie so ein bisschen an Schaden hat, muss man dann halt weghauen. Okay. Weiter geht's mit den Stiegen. Stiegen, die Stufe, die Treppen. Die setzen wir hier direkt an die Kante. Die Zombies laufen dann drumherum. Füllen das hier aus mit ein paar Blöcken. Die sollten auch massiv sein. Also da, die können dann ruhig auch Stahl sein. Oder vielleicht sogar ein Armor Plating, also eine zusätzliche Panzerplatte draußen, außen drauf haben. Ich habe mehrfach gesehen, dass die Zombies die gerne durchhauen. Das heißt, da sollte die Struktur dann auch massiv genug sein. So, die sind jetzt 3 hoch. Die Zone oben ist 3 weit. So sieht das von der Seite aus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich mache jetzt mal ein paar Support-Blöcke hin, die kommen nachher wieder weg. Das ist einfach nur, damit ich das Zombie-Karussell richtig berechnen kann. Diese Halbkugel habe ich euch ja schon in meinem Video gezeigt mit den 50 Tipps und Tricks. Mit der schwebenden Base bzw. mit dem Zombie-Karussell. Hoppe. Die kann man hier hin platzieren. Die Zombies glauben, dass das ein Weg ist, durch den man durchlaufen kann. Und dann fallen sie da runter, genauso wie diese Blöcke. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Ziehen wir den nochmal. So, ja, so ein Drehwurm. Die kommen in die Richtung. Dann kann man das hier kopieren. Genau. Und dann sind das so schwebende Bälle und die Zombies glauben, dass da jetzt 3 Blöcke sind, über die sie drüber laufen können und fallen dann natürlich dazwischen durch. Außerdem rutscht man von diesen Bällen ab, ihr könnt das selber mal probieren, stellt euch da drauf und ihr werdet sehen, dass ihr links und rechts ziemlich leicht runtergleitet. Den Sets passiert das dann meistens eben genauso. So, hier noch ein paar Rahmen, also die Eisenstangen hingeben. Ich mag die Eisenstangen als Boden irrsinnig gerne, da man damit runtersehen kann, was unterhalb der Base los ist. Auf der Vorderseite habe ich so einen kleinen Spalt, damit ich dort auch Pipe-Bombs durchdroppen kann. Hier. Direkt in die Killzone hinein. Sollte irgendwann mal was mit dem Mechanismus sein, kann man die Killzone mit Rohrbomben reinigen. Man muss nur so 5-6 Rohrbomben reinhauen. Also ungezündet, dann wirft man eine gezündete hinterher und dann blast das eigentlich unten die ganzen Zombies raus und die Rohrbomben machen dann nicht wirklich Schaden an den Blöcken rundherum. Das können die ein paar Mal problemlos überstehen. Ich habe auch schon andere Videos gesehen, eben wo man in der Killzone, wo nur Pipe-Bombs zum Einsatz kommen. Ich mag das irrsinnig, dass man Molotov-Cocktails benutzt, wenn die Zombies brennen und dann eben in die Killzone hineinfallen, dann nehmen sie den Schaden von den Fallen und dadurch, dass sie brennen, bekommt ihr die Erfahrungspunkte. So,
Lebensraum. Sieht man so. Ich habe oben eine, so eine, ich glaube 60 Grad Schräge heißt das, hier hergestellt. Da kann man nicht runterfallen. Das wird das Schöne. So, dann mache ich hier auch noch Schrägen hin. Das ist, damit die Pipe Bombs auf jeden Fall in die Killzone reinfallen, wenn man welche droppen muss. Das hier ist natürlich irrsinnig hilfreich zum Rausschießen. Und dann... So sieht das Ganze von der Seite aus. Hier oben habe ich gerne so einen Catwalk. Das könnt ihr jetzt so machen, müsst ihr natürlich nicht. Ja. Ich habe das gerne so ein bisschen erhöht. Ich habe mich schon ein paar Mal selbst in Brand gesteckt mit den Rohrbomben, mit den Molotow-Cocktails. Deswegen habe ich hier gerne eine erhöhte Position und kann von dort oben auch wirklich gut die Molotows runter droppen. So, dann verbinden wir hier den kompletten Rahmen, dann machen wir auch noch die Wände zu, lassen noch ein paar Öffnungen für die Türen links und rechts. Ich habe das gerne auch, dass man außen noch so einen Catwalk macht, einen Rahmen mit Eisenstangen zieht. Da kann man außen um die Basis herumlaufen in einer sicheren Höhe und auch noch so abschätzen, was unten abgeht. So sieht das Ganze jetzt mal von der Seite aus. Das hier ist im Großen und Ganzen schon die Form, die wir brauchen. Ja, von jetzt an kommen dann eigentlich nur noch die Engines, also die Elektrifizierung dazu, und der Rest ist fast eigentlich optional. Was ich auf jeden Fall noch machen werde, ist ein zusätzliches Shielding, also eine Verstärkung außen drauf zu geben. Das sind diese Platten hier. Die Vorderseite ist dem höchsten Stress ausgesetzt bei einem Angriff von der Zombie-Horde. Gerade die Cops, die euch auf die Base draufkotzen, können da schon extremen Schaden anrichten. Das heißt, zwei Layer von Stahlblöcken auf der Vorderseite sollten auf jeden Fall gegeben sein, damit die Base auch wirklich gut was wegschlägt. So, noch den Aufgang. Hier lasse ich ein bisschen Platz für die Generatoren. Ich verstecke nämlich die Generatoren gerne in der Decke. Gut abgeschottet. Denn es kommt sehr häufig vor, dass der Boden von der Base, also dort wo ihr drauf steht, dass der einen irrsinnigen Stress ausgesetzt ist. Und natürlich müsst ihr jetzt vorstellen, wenn die Cops von unten drauf kotzen, der Boden wegfällt, die Engines beschädigt werden oder durch einen Demolisher beschädigt werden bei einer Explosion, dann fällt die ganze Anlage aus, und das müssen wir natürlich tunlichst vermeiden, dass hier die Engines ausfallen. Deswegen baue ich die gerne hier zwischen starken Blöcken in die Decke ein. Da ist die Chance irrsinnig gering, dass sie beschädigt werden oder ausfallen. Noch ein Shielding drauf. Dann platziere ich auch noch gerne ein Autoturret, also automatische Schrotflinte oder automatisches Maschinengewehr, Maschinenpistole, zur Flugabwehr. Diese Geier, diese Aasgeier, die euch da angreifen im Seventh Day, sind meistens sehr, sehr nervig, wenn die auf eurem Dach um und um hupfen und dort permanent Schaden machen, beziehungsweise sie nicht wirklich töten könnt. Und einfach um den Rücken auch frei zu halten, werde ich mir da jetzt ein Auto-Turret hin platzieren.
Deswegen mache ich mir hier auch Gitterstäbe drumherum. Genau so. Und hier auf der Rückseite mache ich die Platten außerhalb. Dann habe ich drinnen ein bisschen Platz für Kisten, die natürlich sich richtig auszahlen, wenn da eine große Zombie-Horde kommt, weil dann irrsinnig viel Loot abfällt. Und den muss man natürlich irgendwo zwischenspeichern, bis man das in seine Base bringen kann. Ich möchte natürlich nicht, dass die ganzen Rucksäcke despawnen, die dann überall herumliegen. So, ja, noch ein paar hier. Ja, das sieht ja schon ganz massiv aus, oder? Dann haben wir das hier ein bisschen vorgelagert. Und dann kann man das nämlich auch mit Gitterstäben schön überdachen. Seht ihr, so. Drinnen, einen draußen und dann mit den Gitterstäben oben auf das Dach hinauf. Dann ist man da recht geschützt von Angriffen von oben. Also noch dicht machen, so, so, hier auch. So. Sehr gut. Okay, so sieht das von oben aus. So von vorne. Testen wir das Ganze einmal. Aber vorher brauchen wir hier noch einen Teil. Ja, das müsste eigentlich soweit schon passen, oder? Mal fast sagen. Testen wir das Ganze. Ich setze hier oben noch gerne solche Achtelbalken hin. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ja, ob die Sachen so wirklich funktionieren, ja, und ihr auch selber mal etwas entwickeln möchtet, dann testet einfach mit ein paar Zombies. Geht in den Creative-Modus, holt ein paar Zombies, schaut euch das an, ja, ob das so auch funktioniert. Das hier ist jetzt da als Demonstration, das zeige ich euch, warum das nicht funktioniert. Diese Balken hängen zu tief. In dem Fall versucht sie rüber zu laufen und droppt dann auch in die Killzone runter. Aber in dem Moment, wo ich oben auf dem Catwalk bin, erkennt sie das nicht mehr als Weg. Und deswegen wird sie dann auch nicht versuchen, über dieses Zombie-Karussell in die Basis zu kommen. Wird das Zombie-Karussell dann halt eben nicht mehr funktionieren und sie an anderer Stelle versucht, Schaden zu machen. Ihr seht das hier. Okay, sie fällt zwar irgendwie hinein, aber bleibt dann nach unten und wird dann wahrscheinlich an anderer Stelle Schaden machen. Deswegen werden wir diese Balken wieder entfernen und stattdessen die Balken oben hinsetzen. Das reicht auch aus. Die Zombies glauben dann nämlich, dass man oben drüber, also dass man durchgehen kann, weil es fast zwei Block hoch ist und sie davor auch kriechen können. Das gibt es ja seit der Alpha 20, können die Zombies auch durch ein Block hohe Löcher kriechen. Setzen wir das hier oben auf. Und drehen wir das nach oben. So, das funktioniert. Jetzt glauben die Zombies wieder, dass man hineinlaufen kann. Ein kurzer Test. Passt, funktioniert. Sehr schön. Seht, es läuft und läuft und läuft und läuft. Wie ein Duracell-Zombie. Okay.
Als nächstes schauen wir uns an, wie wir hier die Generatoren verbinden. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, die Relays sind ein bisschen deplatziert. Machen wir ein Loch rein, beziehungsweise platzieren es vorher gar nicht, die Eisenstangen. Machen hier auch noch ein Loch hinein. Geben da unten auch noch ein paar Relais hin. So, verbinden das schön an eine Wand hin. Da kommen die Relais drauf. So, der Punkt ist der, wenn es aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel durch eine Demolition-Explosion oder aus anderen Gründen, vielleicht auch ein Server-Bug oder Lag oder was auch immer, zu einem Disconnect kommt von den Engines und den Relays, braucht ihr eine Art Wartungsluke. Und ich glaube nicht, dass ihr jedes Mal die Stahlblöcke aufschlagen möchtet, um dort runterzukommen. Was zwar auch eine Möglichkeit wäre, aber ich bevorzuge da doch eigentlich eher die Falltüren. Seht ihr, aber gute Sichtverbindungen zu den beiden Generatoren. Die verbinde ich jetzt jeweils mit einem Generator mit einem Relais. Und dann verbinde ich natürlich unterhalb die Relais miteinander, so dass der gesamte Mechanismus angesteuert werden kann. Ihr seht, ich verzichte hier komplett auf Schalter, da die Schalter ziemlich leicht weggeblasen werden. Ich weiß nicht warum, bei Zombie-Attacken, wenn die da drauf kotzen oder bei Explosionen, es kommt halt irrsinnig häufig vor, dass diese Schalter beschädigt werden und dann der gesamte Mechanismus ausfällt. Deswegen versuche ich eigentlich die Generatoren ziemlich direkt und auf dem kürzesten Weg mit dem Mechanismus zu verbinden. So, dann haben wir hier natürlich auch noch die Luken. Die brauchen wir eben auch für die Wartung, wenn man mal runtergehen muss, um die Dart-Traps nachzuladen, dann ist sie irrsinnig brauchbar. Ich habe jetzt aber schon einmal gesehen, dass die auch die Zombies tracken, dass die Zombies hinlaufen und versuchen, diese Luken aufzuschlagen, obwohl da gar kein Weg eigentlich zu mir führt oder zur Base nach oben. Aber es ist halt eben so, dass sie durch die Türen scheinbar angezogen werden auch. Deswegen da gute starke Klappen verwenden. Wenn ihr nicht genug Material habt, dann halt nur eine. So. Genau. Dann ist das gut miteinander verbunden. Natürlich braucht die Base oben auch noch eine Klappe. So, und das hier müssen wir noch abdecken. Diese Relais waren ein bisschen deplatziert. Ich glaube, ich hätte ein bisschen weiter unten hinbauen können. Dann füllen wir noch die Killzone auf. Natürlich könnt ihr da starke Blöcke nehmen, wie zum Beispiel Beton oder Stahl oder was auch immer. Und dann auch noch Platings draufklatschen, damit die richtig schön fest sind. Dann braucht ihr da nicht so oft da reparieren. Dieser Part hier ist sehr viel Stress. Also da machen die Zombies permanent Schaden drauf. Keine Ahnung warum. Sie lieben es einfach, da Löcher reinzuschlagen. Also links und rechts von diesen Treppen doppelt und dreifach verstärken und immer wieder nachschauen und reparieren gehen. Sonst habt ihr irgendwann die Zombies drinnen bei den Dart fallen und glaubt mir, das wollt ihr nicht. So, mache ich überall das Blading drauf. Hier mache ich noch Platten auf der Seite, damit ein guter Übergang zwischen Erde und dieser Basisoberfläche ist. Das hat den Grund, dass manchmal diese Crawler-Zombies, diese geriechenden Zombies daran hängen bleiben, dann Schaden auf dem Block oder im schlimmsten Fall an der Erde machen, dort ein Loch graben, andere Zombies fallen dort hinein, graben das Loch tiefer und dann graben sie sich in diesen Killzone-Mechanismus hinein und zerstören euch drinnen die Dart-Traps und die ganzen Verbindungen zu den Trap-Wires.
Ja, das ist jetzt zur Demonstration, aber ist ein Vorführeffekt. Das kennt ihr, wenn es nicht so funktioniert, wie man es herzeigen will. Wurscht. Und hier einfach noch die schönen Übergänge, dann können die problemlos von der Erde auf diese Oberfläche rüberlaufen und direkt zum Karussell bzw. in die Killzone hinein. Ich habe mehrfach auch schon gesehen, dass Leute eben einen Graben drumherum ziehen, um dann die Schießscharten nach oben zu platzieren, und die Zombies glauben, sie können da nicht drüber laufen und rennen dann drumherum direkt zu den Stiegen. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen ein Upgrade. Natürlich ist die Vorderseite das Wichtigste von dieser ganzen Base. Deswegen, wenn ihr am Verstärken seid, fangt mit der Vorderseite an. Dort solltet ihr auf jeden Fall nicht sparen mit dem Material, weil die Vorderseite von eurer Base am meisten einstecken muss. Natürlich auch den Rahmen rundherum, um die strukturelle Integrität zu gewährleisten, damit das ganze Ding nicht einfach zusammenbricht, wenn einmal einer von diesen Pfeilern wegfällt und die Platten auch schon abgeschlagen sind. So, den ich jetzt rundherum ein bisschen verstärkt habe. Und das auch noch aufwerten. Wie gesagt, macht das ganz nach dem Material, wie ihr euch das wünscht, wie ihr Material zur Verfügung habt. Ihr seht, günstig ist die Base nicht, aber sie bietet dann nachher auch einiges. Ihr kriegt das auf jeden Fall durch den Loot wieder zurück und also wesentlich mehr noch. Also die Kisten, die ich hier reinpacken kann, sind meistens gar nicht genug. Gell? Die sind nach einer Hordennacht sind die 4 Kisten komplett voll. Und das zahlt sich auf jeden Fall aus, auch durch die Erfahrungspunkte, die man dabei sammelt. Apropos Kisten. Hier noch den Lagerraum ausstatten. Den drehen wir noch in die richtige Richtung. Kleiner Disclaimer, der ist ja auch ein bisschen falsch platziert, da die Autoturret hier in den Treppenbereich zielt, von dort aus dann auch auf das Karussell sehen kann und durch das Karussell dann auf das Karussell schießen kann und dort unter Umständen einen Demolisher aktivieren könnte. Deswegen drehe ich die hier ein bisschen nach oben, einfach in den Himmel, damit sie nicht zu schnell startet. Der einzige Sinn von diesem Autoturret ist natürlich jetzt dann nur, damit man hier einen Schutz von den Geiern hat, diesen Aasfressern. So, jetzt platzieren wir hier noch ein paar Türen hin. So, sehr schön auf die Innenseite. Genau. Hier oben auch, damit man die Generatoren abdecken kann. Das verhindert natürlich, dass die Zombies, vor allem die Cops, ja, wenn die da drauf kotzen, dass die keinen Schaden da drauf machen. Den einen Generator habe ich so ein bisschen bewegen müssen. So, hier machen wir jetzt auch noch einen Catwalk raus, ein paar Leitern drauf, bis zu 2 Meter über dem Boden, dann kann man da schön drauf springen und raufklettern. Die Zombies werden das nicht als Weg erkennen und somit ist man sicher. Natürlich kann man all diese Eisenstangen noch upgraden. Sollte man natürlich auch machen, damit die entsprechend den Schaden wegstecken können. Okay, hier sind wir jetzt da unten nochmal in den Dartraum. Die müssen wir natürlich laden. Wählt hier eben keine Fremden aus, sondern nur die Zombies und vergesst nicht, die Munition zu locken. Sonst schießen die Dartraps nicht. Das machen wir jetzt mit allem. Für den Anfang reicht ein Stack pro Dart Trap eigentlich aus. Sehe jetzt da schon, machen wir einen kleinen Test.
tracken wir die Matschbirnen. Das sind jetzt 75 Malin-Zombies. Und ihr seht, sobald sie es schaffen und der Server es schafft, die 75 auf einmal zu bewegen, droppen sie da hinein. Einige schaffen es zwar rüber zu springen, aber meistens fallen sie dann auch wieder runter. So, ihr seht das jetzt natürlich. Die vertragen natürlich nicht so viel Schaden, deswegen sterben sie auch extrem schnell. Dadurch geben sie aber auch nicht so viel guten Loot. Natürlich in einer Hordennacht ist das bunt gemischt, ja, da habt ihr dann alles Mögliche mit dabei. Worauf man natürlich auch achten muss, ist, dass man genug Small Engines, also Motoren in den Generatoren drinnen hat, damit ihr auch die Leistung erzielt. Ihr könnt hier natürlich schauen, während das Ding läuft und die Dinger, die Zombies da in die Killzone reinlaufen, könnt ihr natürlich sehen, wie viel Leistung das Ding zieht. Ich glaube, über 160 Watt bin ich noch nie wirklich drüber gekommen, 160, 180 Watt, aber 300 Watt liefert ein vollgepackter Generator auf jeden Fall, von daher geht sich das aus. Wenn man jetzt natürlich unten diesen Mechanismus mit nur einem Generator betreiben möchte, dann funktioniert das nicht, ja, und dann stagniert das Ganze, ja, und liefert halt eben nicht den maximalen Damage. Deswegen habe ich das halt hier auf zwei Generatoren aufgeteilt. Die Frage stand natürlich auch schon mal im Raum, ja, ob Demolishers von den Dart Traps aktiviert werden können. Und das war bei mir noch nie der Fall. Also mit den Auto Turrets ja, aber mit den Dart Traps bislang nicht. So, du solltest eigentlich auch noch ableben. So, ihr seht jetzt, die Malin gibt jetzt nicht so guten Loot. Bei speziellen Zombies, Boss-Zombies, Radiated, da schaut das natürlich ganz anders aus. Zur Demo zeige ich euch das jetzt einmal hier mit dem Demolisher, dass hier keine aktiviert werden. Ihr seht natürlich, die Demolisher, die stecken wesentlich mehr weg an Schaden. Hier sieht man auch beim Pathfinding, ein paar haben andere Ideen und versuchen dann halt hier Schaden zu machen. Dauert jetzt ein bisschen, ich habe das wieder ein bisschen beschleunigt, das Video, dass ich euch damit nicht zu langweile. Aber ihr seht jetzt von 75 Demolishern, wie viele rote Rucksäcke da unten schon droppen. Und da ist immer sauguter Loot drin, also da ist Munition drinnen für die nächste Woche. Überprüft natürlich die Base immer wieder mal, schaut nach, ja, wo Schaden entsteht, verstärkt diese Teile. Ihr könnt jetzt mal hier natürlich runtergehen, ihr seht hier auch, dass die hier zum Beispiel sehr viel Schaden angefallen ist. Hier links und rechts von den Treppen, da haben sie Löcher reingeschlagen, das ist natürlich nicht gut, das muss verstärkt werden, ja, da kann man außen noch Panzerplatten draufklatschen. Und hier von diesen 75 Zombies sind natürlich extrem viel Loot übrig geblieben. Wenn euch das gefallen hat, ja, dann bitte lasst mir ein Abo da, teilt das Video. Und ich freue mich natürlich wieder auf Kommentare. Ihr habt die letzten halt nicht so schnell gesehen. Und hier verlinke ich euch natürlich noch andere How-To-Videos. Bis zum nächsten Mal.